Erste Sendung ohne Elton. Heute Abend flimmert wieder Schlag den Star über eure Bildschirme, aber diesmal ohne den beliebten Moderator Elton. Nach unglaublichen 23 Jahren Zusammenarbeit hat der Sender entschieden, sich von Elton zu trennen. Die Moderationsnachfolge tritt nun Matthias Obtenhövel an. Eltons Reaktion auf Instagram. Werde heute mit einem lachenden und einem weinenden Auge TV gucken, obwohl er sicher noch etwas wütend über die Entscheidung ist, gibt sich Elton sportlich. Wünsche aber dem gesamten Schlag den Star-Team eine reibungslose Show. Doch wie läuft die Sendung tatsächlich ohne ihn? Spannende Kommentare im Netz. Im Laufe des Abends äußert sich Elton weiter. Okay. Heute wohl früh ins Bett. Ein klarer Seitenhieb auf die aktuelle Show. Auch die Zuschauer sind skeptisch. Auf X schreibt ein User. Elton sitzt gerade auf dem Sofa und freut sich, dass er diesen Fiebertraum nicht moderieren muss. Ein anderer Nutzer kommentiert. Elton hat diese Folge doch verflucht. Anders kann ich mir das nicht erklären. Sportliche Dramen bei Schlag den Star. Eigentlich sollten die Fußballstars Markus Babbel und Mehmet Scholl gegeneinander antreten. Doch beim vierten Spiel muss Mehmet wegen gesundheitlicher Probleme ausgewechselt werden. Wir haben erstmalig in der Geschichte von Schlag den Star einen Wechsel gehabt, so der Sprecher der Show. Bleibt dran für weitere spannende Updates. Gefällt euch die neue Moderation? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren für mehr spannende Inhalte.